Herzlich willkommen von WOM Adventure. Diesmal geht es ein bisschen in ein trauriges Kapitel. Wir wurden gebeten von Followern in dem Sinn, ob wir da nicht auch hinfahren können in dieses Erdbebengebiet. Und dann haben wir einen Kontakt gekriegt und wir sind dann da hingefahren Richtung syrische Grenze, weiter oben, und haben da ein bisschen auch gefilmt, ein bisschen mitgeholfen, mit den Leuten gesprochen. Und ja, und jetzt kriegt ihr ein bisschen einen Einblick, wie es da zu und her ging in diesem Erdbebengebiet unten in der Türkei. Und das ist ja über hunderte von Kilometern weit bis nach Syrien hinein. Wir konnten jetzt allerdings nur von der Türkei etwas filmen, aber die Bilder sind beeindruckend und ja, seht selber und bis später. Wir sind jetzt weitergefahren, wir sind in Islaye, über hunderte von Kilometern, überall sieht es ähnlich aus, kaputte Häuser, Zeltstädte, ganze Dörfer wurden errichtet mit Baracken, und hier besuchen wir jetzt einen türkischen Freund, der ja hier schon lange am Arbeiten ist. So, wir sind jetzt angekommen. Hier ist mein Camper, hier kann ich stehen. Da hat es ein paar Zelte und links davon ist das Gebäude oder das Haus, wo der Plus besitzt, und er ist hier seit 2 Monaten, um zu helfen in diesem Erdbebengebiet. Und jetzt fahren wir durch die Stadt und dann zeige ich euch ein bisschen, ja, was hier los war zumindest, weil das meiste hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Gilt jetzt alles wieder aufzubauen. Also hier hinten war ein 8-stöckiges Haus, das ist weg. Also hier war auch ein Haus vom Erdbeben verschluckt, bereits wieder aufgeräumt. Diese Hausreihe da vorne wird auch abgebrochen, obwohl es sind praktisch Neubauten, aber eben all diese Häuser hier werden alle wieder abgebrochen, die stehen noch nicht so lange. Also ihr seht hier, es ist ja, wie noch am Krieg. Die meisten Gebäude müssen abgerissen werden. Da wohnt niemand mehr. Das ist das kommunale, das ist vom Bürgermeistergebäude gewesen, wo Luft gejagt hat und ganzes weg ist. Da. Okay. Dann mit dem Papier weißt du Spuren verwischen. Schau mal, das Haus ist geknickt da. Wie das gesenkt ist, obere Teil. So. Ja, gesenkt, abgesunken. Auf der anderen Seite sind etwa 900 Leute da, in dieser Gegend, da in der Ecke. 900 Leute allein hier gestorben. Das war Hochhäuser. Also die ganze Stadt, offizielle Zahlen sind 6.000, aber das stimmt bei weitem nicht. Inoffiziell sind es etwa 35.000 alleine hier. Und in der ganzen Türkei schätzt man etwa bis zu 3 Millionen. Offizielle Zahlen sind ja weitaus kleiner, aber ihr wisst ja, wie die Medien heute funktionieren. Die spielen alles runter, wenn es politisch so gewollt ist, leider. Dieses Mädchen hat seine ganze Familie verloren. Er hat sie jetzt adoptiert, ganz unbürokratisch. Ja, die sind jetzt alle unbewohnt, diese Häuser. Die ganze Stadt hat insgesamt 65.000 Einwohner. Also die Hälfte ist jetzt einfach so mal gestorben. Also da selber, da, das ist ein Hochhaus gewesen, das ist... Und da auch.
das ist alles kaputt. Da, da waren alles Blöcke. Alles Wohnblöcke. Alles Wohnblöcke. Das sind über, also die reden von 3000 Leuten, über 3000 Leute sind tot da drin. 3000 Leute. Das ist alles Blöcke gewesen. Alles Blöcke. 3000 hier gestorben. Also die meisten Häuser sind ja nicht mehr bewohnbar, deswegen leben die Leute in den Zelten oder manchmal auch Containern. Das muss ich gesehen haben. Ja, das meiste Leben findet jetzt draußen statt. Ja. Dank den Temperaturen, die sind jetzt schön angenehm bei 25 bis 30 Grad. Aber damals war es hier saukalt, extrem kalt. Die Leute mussten mit Winterklamotten rumlaufen. Also dieses Teil war Neubau, noch nicht bewohnt gewesen, das vielleicht auch zum Glück, aber muss man abbrechen. Wir sind jetzt da hingekommen, wo die Menschen Essen bekommen haben. Das alles hat nicht die Regierung organisiert, sondern dieser Schweizer Türke, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Und von hier aus wurde gekocht für zwischen 1500 und 3000 Menschen. Das ist die große Küche. Hier wurde gekocht, ursprünglich eigentlich, oder die kochen immer noch für Hochzeitsleute. Haben dann umgestellt und haben für relativ wenig Geld für eben das ganze Dorf hier gekocht. Hier sind gestapelte Vorräte. Da hat auch England einiges geschickt, vieles in Dosen. Tatsächlich aber zum Teil Hilfsmittel und Nahrungsmittel, die gar nicht so benutzt werden, weil die Menschen hier einfach anders essen, anders kochen. Trotzdem ist es noch hier. Und muss jetzt halt nach und nach irgendeiner Verwendung zugeführt werden. Aber natürlich in der sinnvollen. Und wir sind hier in dieser Großküche. Ja, unterdessen sind die Leute wieder selbstständig und können für sich selber kochen. Jetzt ist es nicht mehr nötig, aber die Anfangsmonate, Wochen wurde eben hier gekocht. Wo also normalerweise Hochzeiten stattfinden, wurden hier mit dieser Großküche in diesem Gebäude dann Tausende von Flüchtlingen mit Essen versorgt. Ist schon eine Riesenmaßnahme gewesen, allerdings nicht vom Staat organisiert, sondern das haben Privatleute umsetzen müssen, weil der Staat da nichts gemacht hat. Ja, hier wird eigentlich normalerweise geheiratet, wurde dann halt alles umfunktioniert, damit die Leute was zu essen haben.
Und bei unserer Tour hier mit dem Feig sind wir jetzt auch gleich schon wieder hier eingeladen. Wir sind jetzt ein bisschen rausgefahren und hier hat sich die Erde buchstäblich gesenkt. Einfach mal runtergerutscht. Ein riesen Riss hat sich gebildet, über Kilometer lang. Der Boden ist so 1-2 Meter runter. Einfach mal so abgesackt. Sieht man da auch. Die Autos da hinten kriegt man gar nicht mehr raus. Hier kann man gut sehen, wie der Boden einfach sich abgesenkt hat. Auch da vorne die Mauer, die war mal weiter oben rechts. Der ganze Teil ist einfach mal flupp und runter. Ja, hier an diesem Parkplatz ist ganz deutlich zu sehen, da hat sich die Erde abgesenkt, die ist aufgerissen und hat die Mauern hier gesprengt und dahinter ist der Acker abgesackt um diese Erdkante und da hinten im Garten ist auch die Mauer eingesunken, also hat sich die Erde gesenkt um 2 Meter, 3 Meter etwa. Es ist schon echt krass. Ja, aber die Menschen sind auch echt irgendwie vertrauensselig. Sie glauben wohl daran, dass wieder alles in Ordnung ist. Das wollen wir hoffen für sie, denn sie parken auch einfach auf diesen Platten. Bei uns wäre es natürlich längst abgesperrt, aber hier in der Türkei ist das halt anders. So, jetzt sind wir dahin, wo die Mauer war und da von oben sieht man jetzt, der ganze Boden ist 1,5 Meter runter bis 2 Meter. Da ist wieder das Spital, wo wir vorher waren. Da oben hat wenig kaputt, da sind so ein Familienhäuser. Irgendwie wurde ich fester oder so. Eben kontrolliert reingelassen. Das ist wahrscheinlich Südsteil, wird neue Teil Schwamm sein. Ja, aber da sieht man, dass die eigentlich. Siehst du? Qualität der Neubauten. Hier sieht man auch leicht, wie die Eisenbahn sich in Mitleidenschaft gezogen hat. Diese Stelle ist aber noch ganz heilig, da gab es andere Stellen, da waren diese Eisen richtig verbogen, wie Zündhölzer, einfach so weggebrochen. Krass. Auch hier standen Häuser, da hinten wird noch abgebaggert, alles weg. Die werden auch irgendwann abgerissen. Und hier am Bahndamm sind die Schienengleise sogar verbogen worden durch die Kräfte. Ja, hier habe ich eine Stelle gefunden am Gleisbett, wo die Erdbebe gespalten hat und die Gleise sind total verbogen. Die hat es richtig auf die Seite versetzt. Bei diesen netten Menschen hier, die hier provisorisch ihren Friseurladen aufgebaut haben, die machen mir jetzt schöne Arbeit. Also die Hatice hat mir jetzt hier schön die Haare gefärbt und hat sie mir auch noch geföhnt. Ja. Und da ist der Sohn. Und das ist der Friseurladen. Hier. Also Friseur heißt nicht nur Haare frisieren, sondern auch gleich eingeladen werden. Hier in diesem kleinen Zelthäuschen bei der Hatice. Und auch noch ein bisschen handgemachten Schmuck abgekauft, weil die Menschen müssen natürlich irgendwie auch Geld verdienen.
Ja, jetzt sind wir schon 4 Tage hier in dieser Stadt und irgendwann gewöhnt man sich auch dran und trotzdem sehen wir immer wieder zerstörte Häuser. Wenn wir da mit dem Fahrrad rumfahren, es ist der Wahnsinn. Also hier ist eine Straße, lauter Neubauten, aber alles kaputt, die ganze Straße. Alle neuen Häuser, ich meine, die sind noch nicht alt. Es ist einfach alles zerstört. Immer noch wird zum Teil die Wohnungen geräumt oder was noch wert hat, holt man aber so runter, weil es ist zu gefährlich, da reinzugehen. Da geht man so oben rein. Also hier kriegen die Leute immer noch zu essen. Hier ist die Ausgabe von Windeln und für Kinder und alles Mögliche. Nach wie vor. Wir sind da gerade an einer Teilstelle wieder mal. Tja, wenn man da steht, dann kommen alle und gucken, woher wir kommen, was wir wollen. Da hinten wird das Essen verteilt für die Bewohner, ich glaube von der Stadt organisiert. Ja, wie immer brechen die Hunde den Bann und die Helfer hier sind da verzückt. Aber übersetzt werden muss natürlich immer irgendwie. Wir sind jetzt aus der Stadt rausgefahren und in ein Bergdorf und hier hat es Bergbauern. Auf der anderen Seite dieses Hügel ist eigentlich das Dorf. Das wurde aber mit Steinschlag vom Erdbeben ziemlich kaputt gemacht und jetzt leben die alle hier in Containern. Und die haben am wenigsten Hilfe und jetzt verteilen wir ihnen etwas zu essen. So, ein Einzelschicksal, dieser alte Mann, der hat sein Haus verloren und der hat jetzt sein ganzes Hab und Gut hier drin. Mehr hat er nicht mehr und jetzt wird er erstmal einen Tee getrunken. Das ist der Schwiegersohn, ist er. Der hat seine Frau verloren, der Mann. So, jetzt gibt es Lammkuh. Schön anstellen und die kriegen für ihre Familien jetzt Lammkuh. Die machen das ganz brav hier, die Mädels. Tja, während hier die Polizei eine Drohne steigen lässt, warum auch immer, verteilen wir Essen den Kindern. So, er fragt jetzt, warum die mit der Drohne rumfliegen. Also, sie haben Geißen verloren und suchen nach den Geißen. Hä? Und auch für das kann man eine Drohne brauchen. Ja, die Polizei, mein Freund und Helfer, die kriegen auch noch ein paar Lammkuh. Ein paar Meter weiter. Ja, die haben übrigens viele Kinder, meistens 8 Stück pro Familie. Kommen die Kinder mit ihrem kleinen Fahrrad. Fast kriminell sind sie da runter gefahren. Auch für die gibt's. Oh, jetzt ist er umgefallen. Wer ist? Wer ist?
Da kommen die Kids mit ihren ganz alten, kaputten, kleinen Fahrzeugen, um was zu essen zu kriegen. So, jetzt sind wir am nächsten Ort, da am Berg hoch. Ja, die sind alle kinderreich, extrem. Wir dürften mal in den Container rein, wo die jetzt wohnen. Und zum Tee sind wir auch eingeladen. So leben die Familien in diesen Containern. Hat Schlafzimmer, Toilette, Dusche. Und den Aufenthaltsraum, das war's. Ah ja, Küche natürlich hier. Also dieses Dorf hat genau 500 Häuser und 375 Häuser sind kaputt gegangen, meist durch Steinschlag. So, wir sind weitergefahren. Jetzt bin ich eigentlich in Atay, ehemals Antiochien. Und auch hier vieles zerstört. Große Polizeipräsenz, weil da der Höchste von der Türkei erwartet wird, Wahlkampf ist. Was da los ist. Ist ein Polizei, ja, Präsenz extrem groß, überall Polizisten, auch Zivile, ganz viele, wegen diesem hohen Besuch vermutlich. Und diese Veranstaltung hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt. Und dann ganz viele Flüchtlinge, kaputte Häuser, also Flüchtlinge, Erdbebenflüchtlinge, syrische Flüchtlinge, also ganz viele Zeltstädte, Containerstädte, das hört nicht auf. Die Position hier oben, ihr seht jetzt mal, was ich die ganze Zeit sehe, oben die kaputten Häuser. Oftmals einfach die Wände rausgebrochen, runtergefallen. Oh, da sind sogar zwei Camper, ja, da ist Camper sogar. Und ja, das die ist enorm. Ich sehe da mehr Polizisten als Einwohner. Und immer wieder diese zerstörten Häuser, die nicht ganz kaputt gegangen sind, weil manche sind auch einfach zusammengebrochen. Da gab es natürlich viele Tote. Der ganze Hang runtergekommen, da sieht man auch mal die Straße, übrigens auf dem ganzen Weg. Die wurde jetzt natürlich schon repariert, außer jetzt gerade hier, aber sonst immer wieder Straßenreparaturen, dauernde Risse, riesige Risse, die sind zugemacht. Also hier scheint es noch schlimmer zu sein, viele Häuser schon zusammengefallen, der Schutt wurde bereits weggebracht, rechts und links einfach alles kaputt. Oh, jetzt muss ich links, jetzt muss ich abbiegen, ja, habe ich verlassen. Ich fahre jetzt da hoch zu einem armenischen Dorf. Stehen ja, aber die sind nicht mehr bewohnbar, wie das rechts, weil einfach Einsturz gefährdet. Überall, wo ja, das große Schäden hat, da leben die Leute jetzt halt draußen in den Zelten meistens oder wenn sie Glück haben im Container. Und dann nach Fakiefei. Also. Mein Name ist René. Mein Name ist Elif. Elif. Er versucht hier zu sprechen, aber schwierig, schwierig. Aber Elif spricht Englisch. English, you have to translate. Elif.
Der Batman. I speak English, I speak Italiano, I speak France, I speak Schweizerdeutsch, I speak Alemannsch. YouTube. Ja, das waren die Bilder. Es ist tragisch, es ist bedauernswert, aber das gehört zur Natur, die immer mal wieder ihre Kräfte von sich gibt. Und es herrschte ja da über 2 Monate der Notstand. Das heißt, es gab auch Plünderungen und die Leute sind zum Teil von auswärts dahin gereist, um die Chance zu nutzen, um zu plündern. Und weil die türkischen Familien und auch Einzelpersonen, die haben ihre türkische Lira eben in Gold meistens angelegt, in Schmuck angelegt, und das ist dann meistens in der Wohnung. Ja, und dann ist das natürlich eben da drin geblieben zum Teil. Die mussten halt schlagartig ihre Wohnungen verlassen. Man durfte dann nicht einfach zurückgehen und sein Zeug holen, weil es ist ja auch Einsturzgefahr. Und man weiß ja auch nicht, wohnt er wirklich da. Und so wurde das alles behördlich kontrolliert. Aber ab und zu wurde dann auch jemand erwischt. Eine wollte zum Beispiel eine Frau vergewaltigen. Und ja, der wurde dann da in Isfahi auch direkt von der Polizei durch diesen Notstand erschossen. Das ist dann kurzer Prozess. Ja, weiter gibt es immer noch Leute, dessen Haus zwar noch ganz blieb, auch bewohnbar ist, aber sie getrauen sich nicht, da drin zu schlafen. Zu fest ist der Schock und so schlafen sie meistens im Zelt. Am Tag gehen sie zwar rein, um die Dinge zu erledigen, zum Kochen und all das, aber eben das Erdbeben kam ja dann mitten in der Nacht und tragisch in dem Sinn. Also da muss es gewaltig gebebt haben. Das war wie Wellen, wie im Meer, so Wellen, wo da durch bestimmte Regionen gegangen sind, habe ich gehört. Jemand hat mir erzählt, er hätte sich zwischen 2 Türrahmen festgehalten und das hätte so extrem vibriert. Irgendein Stein ist mir noch auf dem Fuß, der wurde dann gebrochen. Das muss also gewaltig zu und her gegangen sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber wenn die Erde so richtig, ich meine, die bebt ja nicht nur, die zittert ja nicht nur, sondern die schlägt dann richtige Wellen, also die gehen dann Meter hoch in gewissen Gebieten und da wird es einem dann schon anders. Ja, das soweit zu dem. Jetzt noch etwas Aktuelles über mich. Und zwar werde ich, also um die 21. Juli, werde ich bereits im Adventure Southside in Friedrichshafen sein. An dieser Messe, an der Offroad-Messe. Wenn ihr wollt, dürft ihr gern dazu stoßen. Ich werde da sein. Bei den Ausstellern, also in der Messe, im Messegelände selber. Man kann aber auch draußen im Camp sein und ja, guckt einfach nach im Internet und würde mich freuen, der eine oder der andere von euch da zu sehen. Und ich bin die ganze Zeit da. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis bald.